Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SteamWorld Dig 2. Ja, ich will nicht mit ihr reden. Ich möchte hier eigentlich nur nach oben, um zu schauen, ob hier irgendjemand was Neues sagt. Aber ich glaube nicht wirklich. Ne, dann wollen wir mal in unseren Feuertempel wieder gehen, ne? Weil wir müssen ja immerhin noch weiter hier nach unten. Wir haben auch noch eine Höhle entdeckt hier. Da wollen wir mal schauen, kann ich denn eigentlich die Dinger kaputt machen hier? Boah, bin ich mir nicht sicher. Doch, von oben kann ich die kaputt machen, sehr schön. Die Felsen kriege ich aber nicht kaputt da, ne? Okay. Jetzt wird's interessant hier. Jetzt wird's echt interessant. Oh mein Gott, ist hier viel Lava. Okay. Geht es ja immer weiter nach oben. Okay. Ja, lass mich in Ruhe. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich denn jetzt bitte schön hier gelandet? Oh mein Gott. Ich glaube, bin ja. Lava. In der Lava gehe ich kaputt, ja. Da habe ich erstmal ein Zahnrädchen gefunden. Hier geht's zurück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, okay, habe ich aber Leben. Habe ich aber Leben bekommen. Boah. Und ein Artefakt. Oh, habe ich die Hülle jetzt? Ja, hier ist auch noch irgendwas. Hier ist definitiv auch noch ein Geheimnis. Okay. Oder ein Artefakt. Ein altes Fossil haben wir. So, haben wir die jetzt abgeschlossen, die Höhle? Ja. Die hat einen Haken. Sehr schön. Die haben wir überstanden. Und ich muss definitiv zurück, weil Ah, natürlich nehme ich mir hier noch einiges mit. Hier nehme ich mir auf jeden Fall noch einiges mit. So. So, den Stein hier unten nehmen wir noch mit. Einmal weg hier, sehr gut. Und Wasser auffüllen. So, warte mal, dich muss ich hier dagegen schleudern. Jetzt komme ich hier nicht ran. Das kriegst du auch nicht kaputt, oder?
Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein! Das hat nicht aufgepasst. Shit. Oh, habe ich noch ein bisschen was behalten? Ja, Gott sei Dank. Wenigstens ein bisschen Geld noch gerettet. Und ich habe aber 3 Zahnräder. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall die Lavastiefel hier holen. Die brauche ich definitiv. Und dann geht's hier weiter. Dann geht's hier weiter. Sehr schön. Du gehst weg. Was ist denn jetzt hier alles explodiert? Ah, dort oben ist noch was. Sehr schön, da komme ich auch noch ran. Weiter, weiter, weiter. Vielleicht finde ich hier. Vielleicht finde ich ja hier. Okay. Boah, wo ist denn das jetzt denn gefallen? Krass. Durchgang, Durchgang. Da komme ich noch nicht weiter. Hier komme ich noch nicht weiter. Muss ich jetzt schlau sein? Wie mache ich denn das jetzt? Okay, eine Höhle, sehr schön. Brauch Wasser. Toll, wo finde ich denn hier unten Wasser? Düsterhöhle. Hier ist mit Sicherheit kein Wasser irgendwo. Schade. Jetzt wird's interessant hier. Jetzt wird's interessant, da unten sind Kultisten. Aber irgendwie. Ich brauche erstmal Wasser. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich brauche erstmal. Fülle ich mein Wasser eigentlich hier oben auch auf? Ja. Kriege ich auch hin. Sehr schön.
Ja, gut. So, dann geht's hier weiter. So. Da ist nix. Wie gesagt, hier war die Höhle. Wo waren die Fässer? Irgendwo wollte ich hier noch was kaputt machen. Da war das genau. Ist aber kein Geheimnis. Okay, dann müssen wir hier reingehen. Was bist du denn? Was denn für ein Vieh? Okay, eine Tür haben wir geöffnet. Und ein Geheimnis entdeckt. Sehr schön. So, da ist noch ein Hebel, da muss ich auch wieder lang. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter, ne? Wahrscheinlich noch nicht weiter, oder? Oh Gott, okay. Sehr gefährlich. Aber wenn ich die mit Feuer in... Wenn ich die mit Feuer in Berührung bringe, werden die zum Leben erweckt. Gut zu wissen. Da komme ich noch rein. Das ist wieder so ein Allokultist, sogar zwei. Aber hier komme ich noch nicht weiter. Obwohl doch, warte mal, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ja. Sehr schön. Ah, der Versteiner, der bleibt nicht ewig so. Okay. Dann müsst ihr den natürlich auch noch zum Leben erwecken hier. Macht ihr den jetzt platt? Macht ihr den jetzt platt? Ja, sehr schön. Wunderbar. Das heißt, ich könnte, wenn ich Glück habe, diese Höhle abgeschlossen haben. Ja, ist ein Häkchen dran, sehr schön. Okay. Oh Gott, da hat mich aber sonst wohin geschleudert. Entschärft, sehr schön. Ah, da komme ich noch nicht weiter. Okay.
Oh, jetzt habe ich gedacht, ich bin Blatt gewesen. So, du fällst runter. So, sehr gut. Oh. Obwohl doch, ich kann ja in Lava. Kann ja in Lava laufen. Haha, haha. Sehr schön. Nächste Schnellreisestation bekommen. Sogar noch ein bisschen Platz. So, ich überlebe im Feuer nicht. Oh Gott, ich habe nur noch 2,5 Herzen. Halle Julia. Okay. Okay. Aber bekommt trotzdem ein bisschen Geld, sehr gut. 600 noch was. Picke für 500 kann ich auf jeden Fall mitnehmen und dann war's das. So, warte mal. Da. Ich gehe glaube ich hier hin wieder, ne? Ach, hier war die Höhle, ne? Hier bin ich ja gestorben, glaube ich. Stacheln und Förderbänder. Okay. Okay, warte mal, wie komme ich? Okay, Gott sei Dank habe ich. Okay.
Gott, ich verliere ja extrem viel. Wo komme ich denn da rein? Da gibt es auch irgendwas. Wo bin ich jetzt durch? Also hier bin ich definitiv durch jetzt. Ja. Aber ich denke mal, die Höhle an sich wird noch nicht abgeschlossen sein. Nee, da gibt es definitiv noch was zu entdecken. Shit. Und da komme ich jetzt nicht nach oben mehr. Also auch noch ein Zahnrad. Wie komme ich denn dahin? Sollte ich denn dahin kommen? Ach, ich fange am Anfang wieder an. Warte mal, vielleicht. Ne, hier runter kann ich nicht. Okay. Schlecht. Sehr schlecht. Mist. Oh, jetzt muss ich auch nach Trauen. Oh, jetzt muss ich nach Trauen, hätte man noch ein Herz. Jetzt muss ich auch nach draußen hier. Muss ich aber nach draußen. Ganz schnell auffüllen. Am besten die Sachen hier sichern. Die Frage ist natürlich, wie komme ich da weiter? Stacheln und Förderbänder. Irgendwie muss ich ja dahinter kommen, ne? Ich hätte nach oben mich begeben müssen. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Hmm.
komme ich da rein? Hier oben geht ja auch nichts, ne? Okay, das Geheimnis habe ich entdeckt. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Aber da war halt noch irgendwas anderes. Da war halt noch ein Zahnrad, ne? Da bin ich mir wirklich nicht sicher, wie ich da rankomme. Vielleicht brauche ich wirklich eine bessere Spitzhacke. Oder irgendwo ranspringen, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ist nämlich immer noch nicht abgehakt. Muss ich aber schon wieder nach oben. Weil ich fast schon wieder tot bin. Also irgendwo gibt es da definitiv noch... Irgendwo gibt es da definitiv noch was zu entdecken. Soll da noch ein Geheimnis sein? Da nicht. Da auch nicht, aber gut. Ach, das hätte fast geklappt, ey. Ah! Also Ich denke mal, das ist der Trick. Ja. Das ist der Trick. Muss ich natürlich noch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Okay, jetzt bin ich am Anfang, Zahnrad habe ich und Höhle ist abgehakt. Okay, gut. Das Problem ist natürlich, soll ich jetzt schon noch weiter runtergehen? Hier ist so ein Ding, was ich anzünden muss. Ja, man. Ich muss 3 aktivieren, damit ich da weiter... Moment, da ist ein Teleporter. Den habe ich nicht gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und eingesammelt habe ich ja sowieso nichts.
So, das heißt... Das nenne ich mal ein riesiger Teich voll geschmolzenen Materialien. Dieser Kult fährt echt total auf das ganze Feuer und verdammtes Zeugs ab. Ich komme nicht auf die andere Seite, ohne selbst zu schmelzen. Tauch doch mal deinen Fuß rein, weil ich ist es gar nicht so heiß. Ich müsste feuerresistent sein. Oder du wärst cool wie ich, dann könntest du einfach rüberfliegen. Ja, fliegen wäre natürlich eine geile Möglichkeit, ne? Und da komme ich nicht, da kann ich mich nicht mal dran halten. Mist. Und den muss ich definitiv auch irgendwie aktivieren, ja. Den muss ich auch irgendwie aktivieren. Und wie komme ich an den ran? So nicht. Und hier runter komme ich auch nicht ran. Kann ich ja theoretisch gesehen nur hier weitergehen. Ja. Aber hier muss ich ja hin. Brandstation. Alles klar. Wer wagt es, vor dem großen Propheten des Vernichtens zu treten? Hey, die Typen kenne ich. Das ist der Kerl, der mich zu den anderen in den Tempel gebracht hat. Licht der Führung, ein unwürdiger Bot. In meinem Tempel? Wo ist Rusky? Was ist mit ihm passiert? Wie von mir vorhergesagt, wird Rusky der Zerstörer das große Beben hervorrufen, auf das wir diese sterblichen Hüllen ablegen und Erleuchtung finden können. Und seine unendlichen Gnade gewährt er uns eine Vorrichtung des jüngsten Gerichts und dann verließ er uns. Seine Wege sind wahrscheinlich unergründlich. Da muss ich die Gerätschaft deaktivieren. Ja, sag uns, wo diese Maschine versteckt hast, damit wir sie wegbomben können. Oh, Licht der Führung, diese ungläubigen Narren, ihr werdet unserer Maschine kein Leid zufügen. Bosskampf oder was? Wo ist denn der jetzt hin, ja? Okay. Also ich wegteleportiert oder was? Wie kriege ich den Spinner? Ihr könnt die Ankunft des großen Bebens nicht verzögern, geschweige denn verhindern. Die Maschine des jüngsten Gerichts ist noch immer sicher und unversehrt. Das Ende ist nah. Okay, aber du bist weg. Und die Lava fließt ab. Sehr schön. Okay, ganz schnell mal ein paar Leben mitnehmen. Sehr gut.
ich eigentlich alles eingesammelt? Ne, da gibt es auch noch ein paar Herzen, sehr schön. Und hier unten, das habe ich alles mitgenommen. Und wir kriegen eine neue Fähigkeit. Sehr geil. Was bekommen wir? Oh mein Gott. Okay. Flammenpicke bekommen. Was macht denn die Flammenpicke? Ach. Damit kann ich die aktivieren. Sehr geil. Okay. Sehr schön. Hier gibt's nichts. So, ich muss dann wahrscheinlich dort rein. Dann drehst du dich um. Komm, geh mal weiter. Au. Geh weiter und lass mich auf die andere Seite. Kann ich ihn auch wieder abkühlen lassen? Ich denke mal nicht, ne? Das ist definitiv der Ausgang, okay. Oder war das der Eingang sogar? Da bin ich mir halt auch noch nicht so sicher, ob ich hier... Warte mal, wenn du jetzt dort weitergehst... Kann ich mich dann auf dich draufstellen und dort oben komme ich dann ran, ne? Ja. Sehr gut. Das habe ich doch fast geahnt. Das Problem ist... Ja, die Höhle ist abgehakt. Okay, deaktiviere die Maschine. Wo muss ich denn dorthin? Ach, jetzt komme ich auf jeden Fall auf der anderen Seite weiter, denke ich mal. Weil dadurch, dass ich jetzt die... Ja. Dadurch, dass ich jetzt die Flammenpike habe... komme ich hier nämlich weiter. Okay, auf dem großen See komme ich noch nicht weiter. Aber hier komme ich weiter. Und damit sollte ich dann da nach unten kommen, wenn ich den Hebel betätige. Ja. Wunderbar. Lauf weiter. Sehr schön. Einmal Hebel betätigen, dann müsste sich das Tor eigentlich öffnen. Ja. Okay. Da gehen wir aber erst im nächsten Part hin, denn ich werde mich heilen und schauen. 50, naja gut. Ist jetzt nicht so die Welt. Wir hätten schon vor Jahren graben sollen. Klar, ich hörte, dass die Ruinen von einem verrückten Kult besetzt sind, der dem Weltende huldigt. Das geht mir nichts an und ich stecke meine Nase nicht gerne angelegen anderer Bots, weißt du? Hey, du hast 15 Artefakte gefunden. Dafür überreiche ich dir eine Blaupause. Karte des Kupfertreibers. Mal gleich mal schauen, was das ist. Also, das Licht kriege ich hin. Mit der Pike besiegte Gegner haben eine Chance, eine zusätzliche Lebenskugel zu hinterlassen. Füge ein, denn... Okay, Feuerpike habe ich. Deckt alle Ressourcen auf der Minikarte auf. Das ist geil. Das nehme ich definitiv mit. Mit dem Bürgermeister konnten wir auch reden. Diese Tempelkult beschützt wohl eine Art Maschine des jüngsten Gerichts. Diese Maschine hat diese verdammten und natürlichen Erschütterungen verursacht.
Hey, das ist offensichtlich nicht unser Problem. Man kann vom Büro des Bürgermeisters nicht verlangen, dass sich auch noch am Ende der Welt-Szenarien zu kümmern. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Bots dazu zu bringen, kostbare Steine aus der Mine zu holen und sie zu besteuern. Was wir das sagen, Idiot? Du hast dich um dieses Amt bemüht, jetzt komm damit klar. Hey, das Mädchenbot war bereits im Tempel. Sie kann doch einfach noch einmal runtergehen und die Maschine abschalten. Na also, Problem gelöst. Und vergiss nicht mehr, von diesen kostbaren Steinen zurückzubringen. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt, ne? Warte mal, hier nach oben. Ja, ging das jetzt hier weiter eigentlich? Das Problem ist, wie komme ich denn an denen vorbei? Fallen die jetzt hier runter? Hier runter, alles klar. Sehr gut. Was bewirkt das jetzt hier? Da brauche ich schon wieder irgendwelche Hebel. Alles klar, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber schön, dass wir es gemacht haben. Und wo komme ich hier jetzt raus? Ach, eher. Okay, geheimes Gebiet aufgedeckt. Ganz am Anfang noch. Okay. Dann haben wir das erledigt. So, du bleibst mal schön dort oben stehen. So, die Höhle, wie gesagt, haben wir ja abgehakt. Ich weiß halt nicht, ob es hier noch Edelsteine gibt oder so. Noch Edelsteine, kommen ja nicht ran. Da komme ich ja weiter nach oben, ne? Dahin. Sehr schön. Haben wir das auch. So, ich soll ja weiter hier nach unten. Aber den Hebel habe ich ja schon geöffnet. Ich gehe zurück in die Stadt. Ich bin schon bei 45 Minuten hier. Das ist schon viel zu lange wieder.
Das ist schon viel zu lange. Okay, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Dann geht es im nächsten Part hier weiter mit unserer Feuerpicke. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.